Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute mal cool, wir machen heute Schichtfleisch. Und zwar so wie ich es heutzutage mache, ich habe es ja schon mal verfilmt, aber heute gibt es die aktuelle Version davon. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Für unser Schichtfleisch brauchen wir ein paar Zutaten. Und zwar brauchen wir als allererstes mal die 200 Gramm Bacon. Dann habe ich hier vier Paprikas, und zwar rot und grün. Kleine Schnitten mit so einem Nicer-Dicer. So, welche Farben sind das? Rot und gelb. Ja, das ist jetzt allerdings Farben, wird ja immer doller. Dann habe ich hier ein Beutelchen Magic Dust. Habe 3,2, 3,3 Kilogramm Schweinenacken. Das ist jetzt klassische Supermarktware. Da macht es auch ja keinen Sinn, an der Stelle irgendwo jetzt mit Iberico-Nacken rumzuspielen. Das zerschmort in den Topf und da ist es wirklich, also geschmacklich völlig egal, welchen Schweinenacken du dafür nimmst. Dann habe ich hier 8 Gemüsezwiebeln in ungefähr zentimeterdicke Scheiben geschnitten. Habe ein Gläschen Barbecue-Soße. In dem Fall ist auf der Barbecue-Soße sehr wie Sicht drauf wie auf meinem T-Shirt. Liegt daran, dass die von mir ist, genau wie das hier. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr euch das hier selber mischen oder kaufen. Support ist gemord, findet ihr alles unter diesem Video. Dann habe ich hier eine Grillzange, einen großen Dutch-Ofen. Das ist der ganz große von Grillfürst. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfen Messer und ein Brett. Die erste Anteilung ist, dass wir die hier so hoch in Zentimeter dicke Scheiben unser Fleisch schneiden. Erst ist ein bisschen so kreuz und quer und dann gerade ist runter. Jetzt siehst du schon hier, ist hier ein Farbunterschied von innen zu außen. Das ist bei Supermarktfleisch Schutzatmosphäre, die macht das außen schön rote Fleisch. Und innen drin bleibt halt die normale Farbe. Das ist ein Trick, den die anwenden. Aber das Fleisch ist jetzt da drin nicht verdorben. Das muss, innen drin muss man wissen, das ist praktisch die Farbe, die das Fleisch normalerweise auch hat. Und aus ist das, was man durch die Schutzatmosphäre ranmacht, um uns als Kunden zu locken. Ein Haufen voll Glück. Oder? Ein Haufen voll Glück. Dann kommen wir schon an den Dutch-Ofen. Und zwar legen wir da den Boden jetzt großzügig mit Bacon aus. Früher habe ich das immer so gemacht, dass ich auch nur den Rand hier immer über den Rand noch rüberhängen habe lassen. Bin ich unterdessen vollkommen von abgekommen. Ja, weil das macht eigentlich mehr Hokuspokus als alles andere. Viel besser ist, den Bacon so einfach hinzulegen. Da muss man auch ja nicht groß ausmessen, sondern einfach so rinschmeißen, dass man ungefähr alles bedeckt hat. Also muss man keine Sternform legen oder was man früher also gemacht hat. Einfach ein bisschen lockerer werden wieder beim Grillen und einfach mal die Dinge so zusammentun, wie man Lust drauf hat und nicht so sehr am Rezept kleben. Und dann wird es auch von Mal zu Mal so ja leckerer. Und dann können wir auch schon loslegen. Fange ich an, ich lege erstmal hier eine Scheibe, stelle erstmal so eine Scheibe Zwiebel drin. In den Dutch-Ofen. Dann nehme ich so eine Scheibe Schweinenacken, habe hier vorne schon mal den Magic Dust drunter liegen und ich werde die jetzt nicht von allen Seiten einpudern, weil sonst ist mir einfach viel zu viel Gewürz am Ende des Tages dran. Stell die jetzt hier so rein, tu die nächste Scheibe Zwiebel davor, drück eine Handvoll von dem Paprika dagegen, nehme die nächste Scheibe, puder die wieder von einer Seite ein, praktisch die eine puderte Seite immer in die Richtung stellen. Siehst du? So. Jetzt könnt ihr da raten, jetzt kommt wieder ein bisschen Zwiebel. Hier direkt daneben machen wir auch wieder weiter mit einer Scheibe, weil jetzt sieht er so ein bisschen auseinander, der Dutch-Ofen. Stellen wir wieder Zwiebeln hier vor. Dann kommt unser Paprika dazu. Ja, mit Gemüse habe ich nicht so, oder? Nee. So, und dann kommt wieder Fleisch davor. Und das machen wir dieses Spiel, bis der Dutch-Ofen voll ist. Wenn ihr das Gefühl habt, dass er nicht ganz rankommt bis zum Ende, dann kannst du das hier nehmen und das alle dann mal so richtig zusammendrücken und dann kriegst du also diese 3 Kilo hier locker unter. Jetzt versenken wir die letzten beiden Stückchen noch hier hinten. Hier, genau da, merkst du ein bisschen, machst ein bisschen Druck, dann kriegst du sie hinter. Und dann stecken wir hier noch 4 Zwiebeln drin. Und unseren restlichen Paprika, den legen wir hier außen immer so rum. Ziehen wir so 200 Milliliter, vielleicht 300 Milliliter Barbecue-Soße an die ganze Sache ran. Und dann können wir mit dem Grillen schon starten. Dazu schließen wir bloß den Deckel. Jetzt ist der Dutch-Ofen direkt auf dem Gasgrill gestellt. Das heißt, wir machen rechts und links, machen wir halbe Kraft. So. Und direkt darunter kleine Kraft. Und dann schließen wir den Deckel und lassen bei 200 bis 220 Grad, lassen wir dann ungefähr 3 Stunden drin. Und meine Frau hat mich gerade gefragt, sag mal, kann nicht sein, dass die Barbecue-Soße da oben verbrennt und na klar, theoretisch kann es sein, aber praktisch ist ja so, dass wir relativ viele Zwiebeln drin haben und den Paprika und das Fleisch ja auch nochmal Saft verliert und dass wir ja ganz viel Saft da drin stehen haben und auch die Barbecue-Soße dann so angedämpft wird, dass da im Normalfall nichts passieren würde. Wenn wir jetzt natürlich den Grill bis auf 400 Grad hochziehen, das ist natürlich klar, wenn wir so einen glühenden Kochtopf da drin haben, dass dann auch alles verbrennen würde. Deshalb ruhig die Temperatur vom Grill mal im Auge behalten. Und was ich immer mache, ich gucke mal so alle halbe Stunde, Stunde einfach mal nach, wie denn der Wasserstand drin ist.
nicht, dass der irgendwie trocken läuft. Wenn der Deckel mal schräg saß oder manche Dutch-Öfen sind auch nicht ganz dicht, die dann irgendwo zu viel Dampf rauslassen. Und dann ist halt schade, wenn das Ding trocken läuft und du nach 3 Stunden den Deckel aufmachst und hast bloß einen kohlrabenschwarzen Block drin, der hilft dir nicht wirklich weiter. So sieht es jetzt nach knapp 2 Stunden aus. Blubbert und brutzeln herrlich. Und ja, jetzt lassen wir mal ein Stündchen nochmal drauf und dann sind wir schon am Ziel. Die Zeit ist abgelaufen und da lüften wir mal den Deckel. Und als allererstes nehmen wir den mal komplett raus. Den mache ich hier mit so einem Dutch-Öfenheber. Sag ich, die Dinger sind sackschwer. Und das ist der Moment, wo sich der Deckel hebt. Mega, oder? Jetzt warte, ich nasche direkt aus dem Topf raus. Hast du jetzt nochmal Feuchtigkeit dazu gegeben? Ja, ich hatte einen ganz kleinen Schluck, ganz kleinen Schluck Wasser, aber das war eigentlich eher Ängstlichkeit als Wissen. Also ich glaube, wir hätten sie wieder weglassen können. Nee, ich nehme mir doch was raus, wir sind ja keine kulturlosen Wilden. Ah, hier, haben wir schön. Die Paprika haben die Zwiebel dabei, ist das? Mega. Und ich würde sagen, nehmen wir mal gleich so ein Stück hier Zwiebel haben wir dabei. Zerfällt super. Der Job ist so hart, ey. Ah, die Kantine ist gut, also auf euch. Also, was soll ich sagen? Schichtfleisch. Das ist alte Nummer, die. Die funktioniert, glaube ich, noch in 1000 Jahren. Also, solange Schweinefleisch und Zwiebeln lebt, glaube ich, ja, würde es Schichtfleisch geben. Mega. Also, und cool ist halt, dass der Paprika und die Zwiebeln den ganzen Saft runterlassen. Und ich finde, der Paprika, wenn du dadurch, dass du ihn drin hast, macht die Sache noch ein bisschen süßer. Also, jetzt nicht süß wie so ein Karamellbonbon. Aber so Schweinefleisch braucht ja manchmal so ein bisschen Süße. Weißt du, das ist so, wenn jetzt so. Ihr müsst es einfach ausprobieren. Und ja, wenn ihr das macht, würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Vielleicht über einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Ihr seht schon, ich muss hier zu Ende kommen, weil ich habe echt Hunger. Das Zeug ist echt lecker. Tschüss. Ach,